Grüß euch zurück bei Batman Arkham Knight. Wir sind das letzte Mal da stehen geblieben, haben einen neuen Anzug gekriegt und ein paar Trainingseinheiten freigeschalten und die möchte ich jetzt einfach der Reihe nach da mal durchgehen, weil da gibt es glaube ich für jede einen zusätzlichen Wintech Point und ja, das Spielzeug taugt mir natürlich und das möchte ich haben. Okay, wir warten jetzt. Herausforderung starten. Jägergrundlagen. Schlage aus den Schatten heraus zu und verschone niemanden. Jage drei bewaffnete Gegner, deren Position jeder Herausforderung zufällig bestimmt wird. Okay, dann starten wir. Also, wir müssen jetzt quasi da jägermäßig ausschalten, die Gegner, bei der Herausforderung. Schauen wir. Simulation aktiviert. Da drüben rennt einer mal drum. Haben wir uns gleich da mal die geile Sicht. Da oben steht einer. Den sollte dich eigentlich so erledigen können, oder? Jawohl. So, jetzt kann ich doch theoretisch darauf. Und nochmal umschauen. Wo sind jetzt die anderen? Da unten ist einer. Der steht da drinnen. Und da ist einer. Kann ich den nicht da von oben? Jawohl. Kann ich. Okay, und dann sollte ich den doch auch erledigen können. So. Jawohl. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Gut. Simulation abgeschlossen. Nein, wollen wir nicht. Wir machen weiter. Haben wir ja geschafft. Und es gibt schon einen Punkt dazu. Sehr gut. So gefällt mir das natürlich extrem geil. Das heißt, gleich zum nächsten. Was haben wir da? Feines. Wurfkonter. Schleudere Gegner durch die Luft, sodass ihm gnadewinselnd zurückbleiben. Nutze die neuen verstärkten Defensivfähigkeiten des Batsuits, um 5 erfolgreiche Wurfkonter auszuführen und das Training zu beenden. Ja gut, schauen wir es uns an. Okay. Aha. Okay. Erledigt ihn, Männer! Erledigt ihn! Hey, da! Batman! Das ist keine Gnade! Er kam aus dem Weg! Am Anfang hat er's gemacht. Was machen wir hier? Ich werde dich so breitschlagen, Batman! Jetzt hat er ihn wieder geworfen. Jetzt. Okay. Na passt. Funktioniert offenbar nicht immer, aber okay. Ah, machen wir weiter. Haben wir ja wieder einen Punkt bekommen. Sehr gut. Gleich zum nächsten. Was ist das? Greifhaken. Was? Greifhakenschub MK2. Beherrsche den Himmel mit Hilfe des Greifhakenschubes MK2, gleite, stürze und ziehe dich über die Skyline Gothams. Gut, machen wir doch glatt. Simulation aktiviert. Okay, dann schauen wir uns das jetzt gleich an. Okay, und dann würde ich sagen, los geht's. Jawohl. Geil. Das ist geil. Ha! So macht das Laune. Haben wir's? Okay. 60 Sekunden lang gleiten. Jawohl. Das wird nicht so schwer sein. Yeah! Ah, sehr gut. Yippie! Ah, das macht schon Laune. Gut. Haben wir's gleich.
Dann würde ich sagen, es ist geschafft. Yeah. Okay, haben wir erledigt und weiter geht's. Gleich zur nächsten Herausforderung. Nachdem wir uns den Punkt geholt haben. Was haben wir da? Rufen, auswerfen und gleiten. Rufe deinen Wagen herbei und erreiche ungeahnte Höhen. Lerne im perfekten Einklang mit der stärksten Waffe im Ventec-Arsenal zusammenzuarbeiten. Nun schauen wir es uns an. Simulation aktiviert. Okay, da muss ich jetzt mal das Batmobil rufen. L1. Geil. Ist das geil. Jawohl. Beschleunigen. Schneller noch. Können wir machen. Oh, jawohl. Geile Kiste. Jawohl, das macht Laune. Aber volle Kanne. Jawoll! Hammermäßig und wieder rein. Simulation abgeschlossen. Okay. Auch die war geil. Weitermachen. Verbesserungspunkt holen. Und was haben wir da jetzt? Eine haben wir noch. Angst Multi ausschalten. Ah, da sind wir schon abgegangen. Meistere die Angst. Nähere dich gruppenbewaffneter Gegner unentdeckt und reihe deine Ausschaltmanöver aneinander, um diese zu erledigen. Es gilt, 4 Gruppierungen abzuschließen. Und dann schauen wir uns das gleich einmal an. Okay. Da haben wir mal ein paar Gegner stehen. Simulation aktiviert. Schleiche dich unbemerkt an eine Gruppe heran. Okay, schleichen wir uns einmal ran. Jawohl. Da stehen ja alle da noch vorn schauend. Müsste doch eigentlich so gehen. Und? Ah! Multi ausschalten. Okay. Ja, alles klar. Ah! Ah! Mit dem falschen Stick. Na gut, machen wir es gleich noch einmal. Naja, mit rechts muss ich mich drehen. Na, mit links. Ah, ist egal. Okay, das kennen wir ja schon. Ja, mit. Da muss ich mit dem anderen. Jawoll. Naja, Startschwierigkeiten gehören immer ein bisschen dazu. Wo haben wir es jetzt stehen? Da steht einer. Okay. Okay, da kann ich darüber. So. Das haben wir zuerst auch schon gemacht. Da komme ich einmal an die ran. Und da. Oh, das geht sogar. Na, ist das leiwand. Gleich da aus der Deckung raus. Warum? Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Gut. Holen wir uns gleich nochmal. Naja, im Grunde habe ich jetzt nichts anderes gemacht wie zuerst. Passt. Die dritte Konfiguration. Wo stehen sie rum? Okay. Die stehen da drinnen. Da kann ich jetzt wahrscheinlich entweder von oben oder von. Ah, probieren wir es. Probieren wir es da. Naja, klassisch. Das ist auch noch immer gleich. Sehr gut. Nachdem er das von unten gegangen ist. Geht das da auch? Na bitte. So, jetzt checken wir es aber. Naja, das läuft ich immer dann, wenn es gerade. Unglaublich.
Das war jetzt im denkbar günstigsten Augenblick. Der PlayStation Fail. So, die stehen da. Oh, der geht jetzt weg. Die müssen, glaube ich. Okay. Ah, da mal herhängen. Jawohl, geil. Ja, weiter geht's. So. Jetzt habe ich ja mal einen ganzen Arsch voll Punkte da eingesammelt. Und die werden wir jetzt natürlich gleich investieren. 5 Punkte habe ich. Was machen wir mit den 5 Punkten? Da unten haben wir mal, was können wir denn mit dem Badmobil machen? Schauen wir uns das einmal an. Okay, was ist das? Verstärkt das Badmobil, um im Verfolgungsmodus das Zerstören einzelner Drohnen zu ermöglichen, wenn sie mit ausreichendem Tempo gerammt werden. Okay, was haben wir da unten? Eine kürzere Aufladezeit des Nachbrenners. Da, was kann das? Dann, okay. Verstärkte Panzerung. Na, machen wir mal das. Das braucht einen Punkt. Genau. So. That's gut. Mit diesem äußerst starken Angriff können mehrere Gegner mit einer Bewegung ausgeschaltet werden. Visiere dein Ziel mit dem Gleittritt an und halte die Sturzangriff-Taste gedrückt. Das ist Gleittritt, halten und R2 dazu. Ah ja, das kenne ich eh auch. Naja, okay. Das kann ich noch nicht. Okay, da kann man das kombinieren. Aber ich möchte trotzdem am Anfang, dass er ein bisschen ausdauernder ist. 4 Punkte habe ich noch. Und die werde ich da einfach in mehr Gesundheit und Panzerung und in den ganzen, das ganze Zeugs investieren. Jawohl. Okay, das hat sich bis jetzt immer ganz gut bewährt. Ich habe das auch bei den anderen Batman-Titeln so gemacht, dass ich da eigentlich immer zuerst einmal ein bisschen in Ausrüstung und so Zeugs investiert habe. Okay, und jetzt waren ja da genau die Typen. Die muss ich jetzt wahrscheinlich ausschalten. 3 Schützen, 1 Geisel. Ein guter Praxistest für den Anzug. Was zum Teufel war das? Hat er Verstärkung angefordert oder was ist los? Der neue Anzug ist schneller und beweglicher. Aha, okay. Ja, wenn ich mich anschleiche, kann ich sie überraschen. Na gut, dann geht's gleich einmal los. Jawoll. Alle 3 erledigt. So muss das. Irgendwas da in der Nähe. Nö. Hilf mir! Ja, ich komm ja schon. Ich rette dich, Mann, mein Freund. Ich hab ja gehört, dass du schnell bist, aber 3 bewaffnete Kerle so schnell auszuschalten. Unglaublich. Sie sind jetzt sicher. Ich schicke jemanden, der sie abholt. Danke. Sag mir, dass du Scarecrow finden wirst. Der Mistkerl muss aufgehalten werden. Okay, den Scarecrow müssen wir uns holen. Ich werde mich auf keinen Fall Scarecrow anschließen. Ich arbeite gerne für Two-Face. Zumindest die Hälfte der Zeit. Gut, komme ich da auch irgendwie wieder raus, so wie ich reingekommen bin, oder geht ich... Oh, was haben wir denn da für eines? Da müssen wir ja noch was tun vorher. Genau, deswegen sind wir ja eigentlich da. Vor lauter Training vergisst man ganz, warum er eigentlich da ist. Geil. Oracle, der Sender ist an der Mikrowellenantenne befestigt. Perfekt. Ich habe das GCPD anonym verständigt. Sie schicken jemanden, um die Geisel abzuholen. Komm schon, verbinde dich. Super Anzug übrigens. Danke. Okay, beide Antennen sind online. Finden wir Scarecrow. Na? Ah, jetzt ist die Tür offen. Na toll. Ah, er steht auch schon da. Geht's da schon besser? Oh, was ist jetzt los? Was macht er jetzt?
muss beide Antennen benutzen, um die Mikro- und Funkwellen in Gotham zu identifizieren. Wenn ich beide Frequenzen am selben Ort finde, weiß ich, wo Scarecrow sein Toxin herstellt. Okay. Funkempfänger rotieren, Mikrowellenempfänger rotieren. Okay, das ist der Funkwellen, das sind die Mikrowellen. Und was muss ich da jetzt finden? Ah. Okay. Und den? Ah, da gibt's da was. Das hat aber er nicht gefunden. Ah, so funktioniert das. Das findet er, aber er nicht. Und irgendwo werden beides sein. Und das wird's dann wohl sein. Da. Da hinten leuchtet auch was. Hell, aber da tut sich nichts. Oh, was ist da? Ah, na bitte. Die Funk- und Mikrowellenfrequenzen deuten auf Ace Chemicals hin. Dort stellt Scarecrow das Toxin her. Jim, ich habe das Angsttoxin zu Ace Chemicals zurückverfolgt. Dort finden wir Scarecrow. Unmöglich. Ich hatte seit Beginn der Evakuierung ein Team dort stationiert. Crane muss sie bestochen haben. Oder Schlimmeres. Ich bin in der Nähe. Ich werde mit meinen Jungs vorbeischauen. Warte, bis ich da bin, Jim. Ich bin unterwegs. Okay, also wir müssen jetzt darüber zu dieser Chemie-Zeugs da. Und da werden wir uns Frequenz der Angst. Geil. Heute Nacht zeigen wir es der Fledermaus. Wird auch endlich. Na mal abwarten. Abwarten, sage ich nur. Abwarten, mein Freund. Wenn wir hier fertig sind, wird nichts von dieser stinkenden Stadt übrig bleiben. Das ist so geil, wirklich. So hammermäßig. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Da, die Atmosphäre da unten, das kommt wirklich. Ich habe gehört, Gasmasken helfen nicht, weil das Toxin zu stark ist. Und da vorne sind wir ja schon. Jawohl, da sind wir zu Hause. Da unten. Das wären wir jetzt ganz klassisch. Yeah. Voll geil. Irgendwas von da drin? Nichts. Wir glauben, dass noch eine Minimalbesatzung da ist, aber sie antworten nicht und das Gebäude ist abgeschottet. Wenn sie noch leben, werde ich sie finden. Sie sollten uns verraten können, was Scarecrow vorhat. Was zur Hölle? Bewegung, Bewegung, Bewegung! In Deckung! Zeit zu sterben, alter Mann. Im Tod gibt es nichts mehr zu fürchten. Halte ihn von Ace Chemicals fern. Deine Rache wird kommen. Es endet heute Nacht. Oh-oh. Wahnsinns-Action. Geil, geil, geil. Und? Ein Freund von dir? Bleib hier. Ich finde das raus. Es ist ja unbekannt gestanden, aber ich denke mal, ohne dass ich da jetzt viel Spoiler, das kann man sich denken, dass das wohl jetzt der erste Auftritt vom Arkham Knight war. Auf den bin ich ja überhaupt schon ganz neugierig. Und da drinnen geht mördermäßig die Action ab, haben wir gesehen. Aber die gibt's erst in der nächsten Folge. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und pfiat euch.